Stadion ist pickepacke voll, die Fans freuen sich auf die Begegnung und wir freuen uns auch. Wir, das sind heute Tom Bayer und Sebastian Hellmann. Ganz genau, wir sind wieder für Sie da, werden dieses Spiel für Sie kommentieren und das sind zwei gute Fußballmannschaften, da ist einiges zu erwarten. Schiedsrichter hat die Partie angepfiffen. Wir freuen uns auf 90 tolle Minuten. Jetzt bei Mertesacker am Ball. Das ist Clemens Fritz. Ja, glauben Sie mir, liebe Zuschauer, sieht leichter aus, als es ist. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben. Freistoß. Das ist Tim Borowski. Sajenz. Und weg ist der Ball. Fink. Marx. Mein lieber Mann, harter Zweikampf. Marx. Das war eine gute Flanke jetzt. So sieht eine sichere Faustabwehr aus. Ja, das sieht schon großartig aus, was der da macht. Sajenz. Gut, der wäre fast aus dem Gleichgewicht geraten. Links. Das ist Bernd Mertesacker. Wagner. Schön. Also ich sag mal, perfekte Schusstechnik. Sieht anders aus. Ja, den trifft er gar nicht richtig, Tom. Völlig klar. Und nur so an der Seite angetitscht den Ball. Deswegen auch so ein schlechter Versuch. Mertesacker. Borowski. Ja, da kann man ja nur mit der Zunge schnalzen. Wagner. Ball im Aus, hat einen Einwurf zur Folge. Pizarro. Er hat jetzt die Chance zur Flanke. Das wird Abschluss geben. Sebastian Prödel. Idrissou. Marx. Ball im Seitenaus, Einwurf. Janschke. Ja. Manche Fans hatten den schon drinnen gesehen, aber der Keeper war mit den Fingerspitzen noch dran. Sie fordern Eckball. Ja, den gibt's auch. Wagner. Ja, Fans freuen sich über solche Abwehraktionen. Möglichkeit jetzt. Leichtfertig den Ball verloren. Haben wir heute auch schon ein paar Mal von ihm gesehen. Entschlossen geht er dazwischen. Ja, sieht gut aus. Also die Chance hat er vertan. Ja, sie holt sich den Ball zurück. Und der Abwehrspieler klärt den Ball in Seiten aus. So, der Ball ist draußen. Gibt Eckball. Und jetzt der Borowski. Und er kämpft sich den Ball zurück. Sajenz. Ja, Einwurfmöglichkeit, nicht so weit weg vom gegnerischen Tor. Fink. Marx. Sajenz. Ja, sieht gut aus. Traumpass. Achtung jetzt für die Abwehr.
Ja, Flanke wird eine Angelegenheit für die Abwehrkollegen auf der anderen Seite. Ich glaube, Sebastian, den Ball wird er gerne nochmal bekommen. Ja, den wird er aber nicht nochmal bekommen. Eine Riesenchance lässt er da liegen. Silvestre. Ja, das sieht so locker aus bei ihm. Ja, und der landet irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Marx. Frings. Wagner. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Gut abgefangen hat er da den Ball. Pizarro. Ui. Und der Ball ist im Tor. Der erste Treffer, das 1:0. Das ist Stranze, Fink. Dante. Dams. Entscheidet auf Einwurf. Sayens. Janschke. Er hat den Ball. Er hat den Ball in diesem Zweikampf behauptet. Ja, und der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Frings. Ja, wenn man ihm dabei zuschaut, denkt man, das sei gar nichts. Das ist Tim Borowski. Harter Einsatz, aber fair, meint der Unparteiische. Ja, technisch macht dem kaum einer was vor. Sayens. Dams. Da kann man ihm, glaube ich, keinen Vorwurf machen, dass er den Ball da eins ausgespielt hat. Ja, das gibt Einwurf. Sayens. Müsste wieder Einwurf geben, genau so ist es. Sayens. Und der Schiedsrichter sagt, das war ein klarer Freistoß. Idrissou. Die Abwehr macht einen ganz sicheren Eindruck. Janschke. Marx. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Und dieser Flankenball sorgt für keine Gefahr. Marin. Abwehr steht gut. Sayens. Ja, und jetzt hat er den Pass klasse gespielt. Souverän geklärt. Wagner. Fink. Marx. Ja, und der Einwurf nicht so weit weg vom Tor. Ganz schwache Flanke. Das macht er richtig gut. Oh, das war der Pfosten. Aber da ist noch alles drin. Und den hat er gut reingebracht. Ja, und sie haben sich den Ball zurückerkämpft. So, und das war das Ende der ersten Halbzeit. Der erste Halbzeit ist vorbei und man hat eher den Eindruck, bislang sind die Fans enttäuscht. Ja, können sie auch sein, denn es tut sich ja kaum was da unten. Vielleicht haben sie sich ja alles für den zweiten Durchgang aufgehoben.